Shalom, Shalom und guten Morgen an diesem wunderbaren Tag, der für dich und für mich geschaffen ist. Ich danke Gott, dass wir die Augen aufmachen können, dass wir atmen können, dass wir laufen können. Und wir entscheiden uns für gute Wege heute Morgen. Wir sind in unserem Sommerprogramm am 6. Dezember. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Und unser Thema heute heißt, wenn Gott sich um Vögel sorgt. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 30. Und allen Tieren auf Erden, allen Vögeln unter dem Himmel und allen Kriechtieren, die auf Erden leben, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben und es geschah so. Das hat Gott gesagt. Und damit hat er ein Versorgungsprogramm freigesetzt für alle Zeiten auf dieser Erde. Also da kann man nur staunen. Kein Mensch könnte sowas, jedem Tier etwas zu geben, zu essen. Und Gott versorgt die gesamte Tiere und Vögel. Die Versorgung der ganzen Tierwelt ist so einmalig. Alle Tiere sind ausgestattet auf ihre Art und Weise, die Nahrung für sich und ihre Babys zu beschaffen. Vater, wir danken dir für diese Möglichkeit und bitten dich, dass du uns heute zeigst, was du uns lehren willst. Amen. Es gibt Stellen in der Bibel, die auf Tiere hinweisen, damit wir Menschen lernen. Zum Beispiel die Ameise. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und lerne, obwohl sie keinen Gebieter, keinen Aufseher oder Herrn hat, bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speisen in der Ernte. Das lesen wir in Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Jesus spricht von den Vögeln unter dem Himmel und um unser Sorgen. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in ihre Scheunen. Und euer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Fragezeichen. Und der nächste Vers, das ist mein Motto seit ganz früh, weil meine Oma mich dahin geführt hat und diesen Vers mir in meinem Gedächtnis eingeprägt hat. Und sie hat auch erklärt, warum. Sie hat gesagt, wenn du alles vergisst, was ich dich gelehrt habe, dann bitte ich diesen Vers nicht zu vergessen. Der soll dich durch dein Leben führen. Das macht mir so viel Mut, auch meinen Kindern und Enkelkindern Dinge einzuprägen, die mir wichtig sind. Und dieser Vers hat mich schon oft geleitet und hat mich oft aus Situationen herausgeführt, siegreich, weil nur bei Gott ist es möglich. Der Vers steht in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Diesen Vers möchte ich nochmal für unsere Probleme nehmen, da es ist ja eine Untersuchungssache oder ein Untersuchungsprogramm, das wir gerade haben. Und wenn du das noch nicht weißt, ich sage es nochmal kurz, Gott hat mich beauftragt zu untersuchen und ich wollte dann dich teilhaben lassen. Und deshalb, das ganze Programm, das mache ich eigentlich wegen mir selber. Und ich lerne daraus, dass wenn ich nach Gott suche, das heißt die Verbindung mit ihm suche, jeden Tag,
dann lässt er mir alles zufallen, weil da frage ich ja ihn und sage, Herr, was ist da oder da dran? Vater, gib mir Wegweisung. Sag mir, was Sache ist. Manchmal habe ich die Antwort sofort, manchmal auch nicht. Aber was ich ganz sicher habe, das ist der Friede mit Gott. Und ich weiß, wenn er für Vögel gesorgt hat, wie viel mehr für mich. Er wird es zur rechten Zeit senden. Und auf diesem Gedanken möchte ich einen Punkt setzen heute, ein bisschen kürzer, und beten. Vater, im Namen Jesu will ich danken, dass du so genial bist. Trachten nach deinem Reich. Dazu hast du den Menschen geschaffen, weil du mit ihm Gemeinschaft haben wolltest. Die Menschen haben sich verführen lassen. Aber Jesus hat uns wieder verbunden mit dem Himmel. Das Kreuz ist die Brücke zu dir. Danke, dass du mir vergeben hast und dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin. Und du siehst mich durch Jesus an. Ich bin rein, ich bin heilig, ich bin würdig. Und danke, dass du es bestätigst damit, dass du mir Antworten gibst. So weiß ich, dass meine Beziehung zu dir stimmt. Und ich erwarte einfach, dass das, worum ich dich bitte, dass es mir zur rechten Zeit zufällt. Zu deiner und nur zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Shalom und bis zum nächsten Mal. Es dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Sei gesegnet. Shalom.